Graffiti-Künstler zu sein, ist eigentlich mein Leben. Ich stehe eigentlich im Graffiti ganz klar für den 3D-Stil. Das ist etwas, was ich Anfang der 90er Jahre auch ein Stück weit mitentwickelt habe. Und genau das findet sich auch hier von mir auf der Wand wieder. Graffiti ist sehr stark von Comic eigentlich auch beeinflusst gewesen. Das heißt, die klare schwarze Outline ist eigentlich im Graffiti immer vorhanden gewesen. Und nach ist das eben aufgebrochen worden. Heutzutage, der 3D-Stil lebt eben von Schatten- und Lichtsetzung. Die Outline eigentlich komplett, also die Kontur komplett wegzulassen und den ganzen Schriftzug oder das, was man sprüht, eben rein durch Licht und Schatten zu definieren. Graffiti kann man nicht als Kunst bezeichnen. Das wäre, finde ich, so, als wenn man Ölmalerei als Kunst bezeichnet. Ich glaube, die Qualität ist entscheidend. Wenn gutes Graffiti entsteht, dann glaube ich, ist es Kunst. Und deshalb bezeichne ich mich auch als Künstler. Das Schöne bei Graffiti ist, dass wenn man mit der Sprühdose auch arbeitet, man unheimlich flexibel arbeiten kann. Das heißt, von einem halben Quadratmeter auf einer Leinwand zu nächste Woche 800 Quadratmeter Wandarbeiten ist alles möglich.